Jo, cool. Eia fialla, jo, cool. Eia fialla, jo, cool. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zur Heute-Show. Was für eine Horrorwoche. Griechenland seit heute offiziell pleite. Wer soll das bezahlen? Ach ja, wir. Und was noch schlimmer ist, zehntausende Deutsche waren diese Woche gezwungen, mit der Bahn zu fahren. Mit der Bahn! Wie die Asozialen. Schlimm. Ja, aber ist ja zum Glück vorbei. Deutschland fliegt wieder. Ne? Autsch. Naja, er ist nicht das einzige Opfer des Eierfluffler. Von diesem doofen Berg halt. Diesem Aschemonster. Was hat das Biest uns das Leben schwer gemacht, oder? Und für tausende Menschen stellte sich vor allem eine Frage. Dann ist natürlich auch die Frage für diejenigen, die jetzt die Nacht hier verbringen müssen, machen wir es am Flughafen oder können wir uns ein Hotel buchen? Aschewolken machen mich immer so geil. Komm, Schatz, wir machen es direkt hier am Check-in. Ich schaff's nicht mehr bis ins Hotel. Ja, schön wär's. In Wahrheit ging es an deutschen Flughäfen überhaupt nicht erotisch zu. Da sah es eher so aus. Hier, haben Sie gesehen, ne? Flug gestrichen. Vielleicht. Mal gucken. Leckt uns. Haut ab. Aber zum Glück, das muss man sagen, zum Glück hat man sich ja um die gestrandeten Passagiere gekümmert. Eine Nacht auf dem Flughafen in Amsterdam wurde da schon Wirklichkeit. Hier hatten die Fluggesellschaften Feldbetten aufgestellt. Die Passagiere erhielten Handtücher und Kosmetikartikel. Ja, siehste, Feldbetten, saubere Handtücher, schon mal deutlich besser als in den meisten Hotels in El Arenal. Ne? Gut, man hat natürlich leicht lästern, wenn man selber nicht betroffen ist, so wie wir Journalisten in unseren trockenen, aschefreien Studios. So wie Wulf Schmiese vom ZDF Morgenmagazin. Der regt sich, finde ich, völlig zu Recht darüber auf, dass das Thema von manchen nicht ernst genommen wird. Das Netz ist ja im Grunde prädestiniert dafür, dass die Leute jetzt mit vielen Karlauern, manche sind witzig und manche sind blöd. Ja, blöd! Das ist mein Reden, nein, das ist mein Reden. Diese ganzen peinlichen Wortspiele rund um Asche im Internet, furchtbar. Da lobe ich mir, ganz ehrlich, da lobe ich mir die astreinen Premium-Wortspiele, die Wulf Schmiese selber nur einen Tag vorher im Studio rausgehauen hat. Das verleitet zu Wortspielen. Ich finde, man kann auch vom isländischen Aschismus sprechen, der Europa fest im Griff hat. Und viele fühlen sich sicherlich auch verarscht. Ja, leck mich doch am Arsch, wo nimmt der die Gags her, du? Wulf Schmiese, die alte Gag-Kanone. Und seine schmiesen Witze. Ja, die letzten Tage waren tatsächlich voller Überraschungen. Trotz Flugverbot gab es auf einmal Flüge auf Sicht. Ich frage, wurde hier etwa das Leben der Passagiere aufs Spiel gesetzt? Da muss man investigativ nachhaken und zwar direkt beim Verkehrsminister. Müssen sich die Passagiere als Versuchskaninchen vorkommen? Nein. Aha! Warum schreit er so? Ich habe es trotzdem noch nicht verstanden, Herr Minister. Entweder man darf nicht fliegen, weil die Wolke gefährlich ist, oder man darf fliegen, weil sie nicht gefährlich ist. Man ist ja auch nicht ein bisschen schwanger, oder? Nein. Ja, meine ich doch. Bin froh, dass wir das klären konnten. Geht's Ihnen gut, Herr Ramsauer? Nein. Das tut mir leid. War natürlich auch eine harte Woche. Diese Isländer haben den Rest der Welt ordentlich Nerven gekostet. Inzwischen hat sich vieles wieder normalisiert. Dabei hat es danach lange nicht ausgesehen, zumindest wenn man der Armada der Experten Glauben schenkt. Verändert die Wolke das Wetter? Das bewirkt, dass die Sonneneinstrahlung in Europa, selbst bei uns im Flachland, kann es zu Verengungen der Bronchien kommen. Das heißt, wir haben dann Einnahmeverluste, was dann zu extremen Hungersnöten auch führte. Vier Triebwerke gingen alle aus. Große Gefahr. Globale Temperatur. Gefährliche Geschosse. Bis hin zum Todesopfer am Himmel. Kurz gesagt, von rechts wegen müssten wir alle längst tot sein. Wem kann man heutzutage eigentlich noch glauben? Welchen Quellen? Wir schalten mal live vor den Eierfjaller-Küdel-Dingens zu meiner Kollegin Petra Radetzky. Petra, gleich mal vorneweg, großes Thema in Deutschland. Wie spricht man den Vulkan denn nun korrekt aus? Na, Vulkan, wie sonst? Also manchmal welke. Ja, tut mir leid, mein Fehler, war eine blöde Frage. Wie schlimm ist die Situation aktuell noch vor Ort in Island? Ja, schon viel besser. Viel Asche ist hier nicht mehr. Ich finde überhaupt, die Isländer stellen sich ganz schön an. Weicheier. Dieses ganze Theater, was da gemacht wird, völlig überzogen. Mal ehrlich jetzt. Diese Aschemenge habe ich zu Schulzeiten in einer großen Pause produziert. Ja. Vielen Dank für diesen kleinen Schwank aus Ihrer Jugend, Petra. Aber ich war jetzt tatsächlich mehr an Informationen interessiert. Wann hört der Vulkan endgültig auf zu rumoren?
Schwer zu sagen. Seriöse Wissenschaftler gehen im Moment davon aus, dass die dunklen Wolken verschwinden, sobald Frodo den Ring ins Feuer geworfen hat. Woher soll ich das wissen? Sehe ich aus wie eine Isländerin? Was? Nein. Warum sind Sie denn so gereizt? Warum? Ja. Warum? Vielleicht, weil ich am Zuge aschen Arsch der Welt festsitze. Während andere, die ich namentlich nicht nennen möchte, mit ihrem fetten Quadratarsch im klimatisierten Studio hocken. Waren Sie schon mal in Island? Nein, zu Ihrer Information. Es ist kalt, es ist dunkel und der eine beschissene Radiosender spielt von morgens bis abends Björk. Björk! Ja, ich hab's verstanden, schon beim ersten Mal. Trotzdem, Island hat doch bestimmt auch schöne Ecken. Schön? Sie finden wahrscheinlich auch Bitterfeld schön, Welke. Hier gibt's nichts außer Staub, heiße Quellen und Björk. Ach ja, und diese albernen, viel zu kleinen Pferde. Zu kleine Pferde? Das sind Island-Ponys. Das sind Island-Ponys. Niemand mag Klugscheißer, Welke. Was kam denn bitte je Sinnvolles aus Island? Ha? Wikinger, Pleitebanken und natürlich die Olle Björk mit ihrer nervigen Schreppelstimme. Björk, der Name klingt schon wie gerülpst. Björk! Und jetzt wollen die Fertigen auch noch in die EU? Da mache ich nicht mit! Petra, jetzt mal ganz ruhig. Sie sind ja total, ich würde mal sagen, islandophob. Der isländische Präsident, ja, der hat sich diese Woche sogar für die Aschewolke entschuldigt. Was wollen Sie denn noch? Ja und? Für Naturkatastrophen kann sich doch jeder entschuldigen. Solange der Mann sich nicht für Björk entschuldigt... Na los! Ja, komm doch! Ja, ist das alles, was du drauf hast? Na komm! Ja, komm! Komm! Na komm! Los! Ja! Ja, der arme Vulkan, der hat keine Chance gegen die. Wie ging noch mal dieser eine lustige Zungenbrecher aus meiner Kindheit? Warte mal, der Mixi-Mixer drischt klein Trixi. Auch nicht, nee, warte mal. Ist auch egal. Gestern hieß es jedenfalls endlich, Mixer hat ausgemixt. Der Augsburger Bischof, Spitzname Watschenwalter, tritt zurück und zwar, hier, wie heißt noch mal das Gegenteil von freiwillig? Auf massiven öffentlichen Druck, genau. Kein Wunder bei den Vorwürfen. Da hat er mir eine geschmiert, also von mit der flachen Hand eine geschmiert, dann bin ich ins Bett geflogen. Hat mich wirklich an die Haaren gepackt und hat mich hochgezogen im dritten Stock. Verstehe, das meinte Mixer damals, als er sagte, die Vorwürfe seien an den Haaren herbeigezogen. Ja, oder, nee, warte mal, oder wie hat das nochmal ganz genau ausgedrückt? Ich weiß es nicht mehr. Und ich versichere nochmals, ja, dass ich niemals gewaltsam gegen Kinder und Jugendliche in einer körperlichen Weise vorgegangen bin. Oder anders gesagt, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort. Aber ist Ihnen da gerade was aufgefallen? Bischof Mixer hat nämlich gar nicht gelogen. Schauen Sie noch mal ganz genau auf das Datum seiner Aussage. Hier. 1. April. Angeschmiert mit Klopapier. Ein klassischer Aprilscherz. Ja. Ja. Natürlich nicht, leider kein Aprilscherz. Und die Wahrheit hat er dann freundlicherweise ein paar Tage später scheibchenweise nachgereicht. In einer Erklärung heißt es, wenn jetzt das Thema auf die Frage nach Ohrfeigen zugespitzt wird, will ich ganz ehrlich sagen, dass ich die eine oder andere Watschen von vor 20 oder 30 Jahren natürlich nicht ausschließen kann. Ja, natürlich nicht. Ohrfeigen für Heimkinder, also für Kinder, die eh vom Schicksal gekniffen sind, daran würde ich mich auch nicht so richtig gern erinnern. Und wenn Sie zu Hause jetzt sagen, ha, der Mixer, der ist mir plötzlich nur noch so bedingt sympathisch, dann sollten Sie erstmal seinen Pressesprecher Dr. Dirk Hermann Voss kennenlernen. Hier. Diese Einräumung der Ohrfeigen ist, glaube ich, etwas, was jeder nachvollziehen kann, wenn man tagelang mit der Frage konfrontiert wird, ja, wie ist es denn mit den Ohrfeigen? Ach so, total nachvollziehbar. Verstehe, Herr Voss, verstehe, ja. Ich denke, diese Schläge kann jeder total nachvollziehen. Im Übrigen hat sich der Bischof ja bereits am Dienstag entschuldigt. Also genauer gesagt entschuldigen lassen. Und zwar durch seinen, Sie haben es erraten, Lieblingsprügelknaben.
Der Bischof hat selbst gesagt, es tut ihm in der Seele und im Herzen weh und leid, dass er vielen Menschen Kummer bereitet hat. Und er bittet hierfür auch um Verzeihung. Ja, es tut ihm im Herzen weh. Hätten ihm viele gar nicht zugetraut, ne? Also, dass er ein Herz hat, meine ich. Trotz Rücktritt, es bleiben Fragen offen. War Walter Mixer damals wohlgemerkt, und ich behaupte jetzt nichts, sondern stelle das einfach mal unverbindlich zur Diskussion als Frage, war er damals ein stinknormaler Stadtpfarrer oder doch ein, ja, wie drücke ich das jetzt theologisch korrekt aus, jähzorniger Kotzbrocken? Wenn es nicht so funktioniert hat im Unterricht, hat er Kopfnüsse verteilt und mich mehrmals mit der flachen Hand geohrfeigt. Danach habe ich mich entschuldigen und ihm die Hand küssen müssen. Gut, die Szene kennen wir schon aus dem Film Der Pate. Ich begrüße unseren heute Show Züchtigungsexperten Christian Ehring. Hallo, grüß dich. Hallo. Christian, Mixer, das große Thema auch nach dem Rücktritt. Warum hat der Bischof uns alle angelogen? Also Olli, jetzt wollen wir bitte mal die Kirche im Dorf lassen. Ja? Bischof Mixer hat wörtlich gesagt, die ein oder andere Watschen von vor 20, 30 Jahren kann ich natürlich nicht ausschließen. Ja, natürlich nicht. Mein Gott, Oliver, wissen Sie noch genau, wem Sie vor 20 Jahren alles eine geschmiert haben? Was? Ja, gar keinem, hallo? Ja gut, Sie jetzt nicht, aber der Mixer hat schon recht, wenn er sagt, Watschen waren damals vollkommen normal. Ja, das ist, Christian, lassen Sie es mich mal auf Lateinisch sagen, Bullshit. Ja? Selbst in Bayern wurde die körperliche Züchtigung an den Schulen 1970 verboten, also vor 40 Jahren. Ich bin in den 70ern und 80ern zur Schule gegangen, da wurde kein Schüler geschlagen. Wenn überhaupt mal ein paar Lehrer, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Nee. Nein. Da wurde kein Schüler geschlagen. Da verklären Sie jetzt die Vergangenheit, Olli. Gerade in den 70ern war eine gepflegte Watschen völlig üblich. Das war quasi, wie soll man sagen, es war eine andere Art, Hallo zu sagen. Ja, natürlich. Hier, sehen Sie hier Archivbilder von einem Gottesdienst. Hier, halt mal. Steh doch mal auf, mein Sohn. Das ist doch die Uhr des Professors. Im 7. Gebot heißt es, du sollst nicht stehlen. In nomine patriae filii spiritu sanctu amen. Bitte. Sehen Sie? Hä? Archivbilder, ich bitte Sie. Das war eine Szene aus Zwei Missionare mit Bud Spencer und Terence Hill. Archivbilder. Ja, ja, ja. Und wann ist der gedreht worden? Na, in den 70ern. Noch Fragen? So, und was die angebliche Lüge angeht. Mixer hat halt geglaubt, es werde nach schweren Züchtigungen gefragt. Hier, Zitat, an die ein oder andere einfache Ohrfeige habe ich dabei überhaupt nicht gedacht. Einfache Ohrfeige? Was soll das denn sein? Gibt's auch eine doppelte oder was? Ja, sicher. Hier, Archivmaterial. Ja, so, damit endlich mal eine gesunde Farbe ins Gesicht. Aua, aua, aua. Das ist eine schwere Züchtigung. Hätte der Mixer nie gemacht. Nie. Verstehe, verstehe. Das war jetzt eine schwere Züchtigung. Die ist verboten. Ne? Ja. Aber das hier war in den 70ern absolut erlaubt. Was hier? Das hier. Aua. Was soll das denn? Ja, Entschuldigung. Ich dachte, das sei völlig normal damals. Ja, damals. Das war vor 20, 30 Jahren normal. Wir haben 2010. Ach so, sorry. Habe ich mich in der Zeit vertan. Mein Fehler. Ja, gut. Im Prinzip, Ehring, wär's das dann okay. Auch schon wieder. Ah! Haben wir nicht was vergessen? Was? Hm? Geht doch! Christian Ehring, meine Damen und Herren! Die Zeit nehmen wir uns aber, Herr Ehring. Stelle fest, ich bin ein Typ für Siegelringe. Aber trotzdem, ich frage mich jetzt gerade, war meine Frage eben, war die vielleicht ein bisschen zu hart? Also nach Kotzbrocken oder nicht? Ich gehe da lieber mal auf Nummer sicher jetzt und entschuldige mich. Und zwar genauso, wie es der Mixer tun würde. Oliver Welke entschuldigt sich hiermit in aller Form dafür, dass er Herrn Mixer die eine oder andere verbale Watschen gegeben hat. Das war vor 20 oder 30 Sekunden halt durchaus noch so üblich. Sein unbedeutendes Geschwätz tut ihm im Herzen weh. Herr Welke gibt allerdings zu bedenken, dass er immerhin keine Waisenkinder gehauen hat. Vielen Dank. Ja. Meine Entschuldigungsbrillenschlange ist viel besser als die vom Mixer. So, und nach so viel sinnloser Gewalt kommen wir jetzt mal wieder zur Politik. Genauer gesagt zur Schicksalswahl des Jahrtausends, mindestens. Wahnsinn! Haben Sie noch nie ein Pferd packen sehen, oder was?
Da dreht der durch. Da dreht der durch, weil das Pferd häufelt. Hätte ich das gewusst, hätten wir das öfter gemacht. Also nur noch 16 Tage. Ich bin sowas von im Wahlkampffieber. Ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Ich gucke mir stundenlang alle Wahlkampfsendungen an. In 3D. Hier, kennen Sie schon diesen Horrorschocker? Wow. Das waren schon gruselige Bilder. Gib zu, beim ersten Gucken habe ich mich kurz eingenässt. Der Kollege Carsten van Rissen wollte trotzdem gerne mal mitfahren im Rüttgers Wahlkampftourbus, der er gerade in Nordrhein-Westfalen unterwegs ist. Durfte aber gar nicht. Blöde Sache. Olli, was soll ich machen, wenn ich nicht zur politischen Bussi-Gesellschaft dazugehöre? Ja, richtig. Hinterherfahren. Aber dafür muss ich mir jetzt erstmal eine Karre besorgen. Halt! Presse! Los, Kumpel! Wer sind Sie denn? Folgen Sie dem Bus da. Keine Fragen. Wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sind so gerne in Nordrhein-Westfalen. Selbst Berlin an der Spree finde ich nicht so okay, wie das Land zwischen Rhein und Ruhr. Eine schwarz-gelbe Oase im Ruhrgebiet. Sie übernehmen. Wir hatten schon gedacht, dass Sie einmal da durchgehen. Herr Rüttgers hat sich gerade alte Schippen angeguckt. Eigentlich ein dufter Typ. Wenn das im Bus gleich genauso spannend wird. Er macht das ganz gut. Also ich habe ihn ja schon verschiedentlich und bei vielen Anlässen begleitet. Darf ich kurz nach Ihrer Funktion fragen, weil das ist für unsere Zuschauer ganz wichtig. Mein Name ist Thomas Hohnsteger-Petermann, ich bin Oberbürgermeister der Stadt. Ein bisschen langsamer vielleicht, weil das... Mein Name ist Thomas Hohnsteger-Petermann, ich bin Oberbürgermeister der Stadt Hamm. Ich grüße Sie ganz herzlich. Toll. Wenn ja gerade so einen dicken Bohrer da rausgeholt, sich rostige Schippen angeguckt, ist schon beeindruckend. Er strahlt vor allen Dingen auch das aus, was man ausstrahlen muss, nämlich Siegesgewissheit. Ja, das ist das wohl muss man sagen. Wahr. Die Chancen stehen ja praktisch nicht gut. Ich darf nicht mit. Nein. Wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen. Salz von deiner vorne. Hier, Großteil. Nur vorne müssen wir gucken. Sie sind Korrespondent für welche Zeitung? Ja, für die Financial Times. Ja, warum auch nicht? Ich darf zum Beispiel nicht mitfahren an Bord. Warum nicht? Das weiß ich selber nicht genau, aber nicht wie ist denn die Stimmung da an Bord? Es gibt keine eigentliche Stimmung bis jetzt. Könnte man die SPD den Tigern auch hier zum Fraß vorwerfen? Ach, so weit will ich ja nicht gehen. Also da bin ich ja rücksichtsvoll an der Stelle. Aber mir fiel da schon was ein, aber da sage ich jetzt lieber dann doch nichts zu. Verrückter Hund. Vielleicht kann ich doch mit? Wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sind so gerne hier in Nordrhein-Westfalen. Früher, Sie haben mir gefragt, wie war die Stimmung? Genau. Ich habe gesagt, es gab keine Stimmung. Es ist ein bisschen, wir plaudern ein bisschen. Wie ist das bei Ihnen? Ich freue mich auf das Champions League-Spiel nachher. Das wird im Bus übertragen, wie ich gehört habe. Außen gibt es ganz gute Brötchen. Ja, also im Osten geht die Sonne auf. Das ist ja der weiteste Landkreis und im Osten geht die Sonne auf. Ja? Wir haben vor 2000 Jahren das Rheinland befreit. Wir haben den Karuska. Wer ist Ihr Chef? Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Ja. Wem hilft das? Wem hilft das nicht? Kriegen wir die noch zur Wahl? Kann man da noch für eine anständige, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung sorgen? Hier ist immer was los. Hier brennt immer der Baum. Doch für mich war es immer ein Traum. Carsten van Rissen, vielen Dank. Nordrhein-Westfalen. Ich finde die Version von Rüttgers besser als die von den Village People. Quizfrage. Was hat 5 Daumen und wenig Chancen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen? Na, richtig, das hier. Rot-Grün beim Balzen, also beim Anbandeln im Wahlkampf. Und erst dachte ich, Mensch, was ist der Thomas anders moppelig geworden? Aber nein, ist natürlich Quatsch. Sigmar Gabriel ist bloß unterm Solarium eingepennt beim Aufhübschen für die grüne Braut. Ja, sehen Sie es? Sehen Sie es? Da geht was.
Da geht was. Ja, scheint was dran zu sein. Fast zu viel Sex fürs ZDF. Ein heftiger Flirt bahnt sich an in NRW. Aus zärtlichen Berührungen werden erste Dates, dann ein vorsichtiges Fummeln unterm fair gehandelten Baumwollpulli. Alles nach dem Motto Sex mit der Ex-Knicknack. Wie jetzt? Ist gar nicht so? Wir treten nicht an im Revival-Doppelpack. Das ist keine Retro-Veranstaltung. Ach Menno, warum denn nicht? Damals unter Rot-Grün, da war es doch total cool. Ich meine, wer erinnert sich denn nicht an Beschlüsse wie, hier, Agenda 2010. Ja, das war doch toll. Ja, war schon eine geile Zeit, Sie stimmen mir zu. Ich fände schon toll, wenn Rot-Grün wieder zusammenkäme, ne, mit dem Asse-Monster Gabriel und mit Claudia Roth. Ich fände es super, oder? Schauen Sie mal hier. Würden alle endlich wieder in einem Land leben, in dem Biomilch und Tofu fließen. Was ist denn jetzt? Du liebe Güte! Nee! Bierchen Schröder und der Olle Joschka! Nee! Ich hatte ja ganz vergessen, diese crazy Gaslobbyisten, die damals gefühlt alle 5 Minuten eine neue Ische geheiratet haben. Ja, so war das in den 90ern. Aber naja, für Rot-Grün reicht's am 9. Mai am Ende eh nicht, sage ich mal. Wahrscheinlich die einzig realistische Möglichkeit, eine Regierung zu bilden, wäre, ja, aber da spricht keiner laut aus und wenn, dann aus Versehen. Die Wahl ist entschieden. Wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, dann hat Rot-Grün eine alleinige Mehrheit. Und deswegen ist der Appell, den ich hier heute auch an die Rot-Grün, Entschuldigung. Rot-Grün, was habe ich gesagt? Rot-Rot-Grün, hast du gesagt? Ne, 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 ne. Mann, Sigi, alte Schusseliese, ne. Rot-Rot-Grün. Mal aufpassen. Das darf man erst nach der Wahl sagen. Verrät er jetzt schon die schöne Überraschung. Naja, Themenwechsel. Der Kommandeur der ISAF-Schutztruppe in Afghanistan, McChrystal, hat gerade Berlin besucht und im Gegensatz zu deutschen Politikern Klartext gesprochen. 2010 wird ein ganz schwieriges Jahr für unsere Soldaten, sagt er. Gut, daran ist der Mann allerdings nicht ganz unschuldig. Er hat ja entschieden, dass Militäroperationen 24 Stunden vorher den Afghanen gemeldet werden müssen, damit sich die Zivilbevölkerung in Sicherheit bringen kann. Ich habe das hier nochmal im Wortlaut. Liebe Anwohner, morgen gegen 17.30 Uhr planen wir in Ihrer Nachbarschaft eine größere Militäraktion. Es könnte etwas lauter werden. Wir bitten Sie, bitte den Taliban nicht zu verraten. Danke. PS, wir kommen ziemlich schlecht bewaffnet, daher bitte, bitte wirklich nichts den Taliban sagen. Ja, ich sag's ja immer. Die deutsche Bevölkerung hat nicht mehr so richtig Bock auf Afghanistan. Rund 3/4 sagen in Umfragen, bloß raus da. Deshalb bastelt die CIA, ernsthaft, das ist jetzt kein Scherz, an einer Marketingkampagne, um unsere Moral ein bisschen aufzumöbeln. Diese Kampagne sollte natürlich, ist klar, geheim bleiben, ist aber im Internet aufgetaucht. Fragen wir unsere Marketing-Expertin Tina Hausen. Tina, was ist denn der eigentliche Sinn dieser geheimen CIA-Kampagne? Ganz einfach, Oliver, das Image des Afghanistan-Krieges soll aufpoliert werden. Und das hat dieser Krieg auch bitter nötig. Ja, ich weiß jetzt nicht, Werbung für Krieg? Welcher Promi gibt sich denn für sowas her? Ich bitte Sie, Verona Poth macht Werbung für Kick. Kick, der Textildiscount. Was ist da schlimmer? Das ist natürlich auch wieder wahr. Wie soll diese Afghanistan-Kampagne konkret aussehen? Nun, die ersten Slogans wurden bereits von einem Marktforschungsinstitut auf ihre Akzeptanz in der Bevölkerung getestet. Und das hier sind die 3 beliebtesten. Auf Platz 1, die Taliban kommt. Ja, das hat was. Auf der 2, damit sie auch morgen noch kraftvoll ins Gras beißen können. Ja. Und auf der 1, das ist mein Bin Laden. Ja, sehr schön, aber ob der Mario Barth sich so als Gesicht des Krieges eignet, ich weiß nicht. Keine Sorge, Oliver. Die Wahl für das Gesicht der CIA-Kampagne fiel auf den Schauspieler Ralf Möller. Ja. Sehen Sie sich diese Bilder an. Herr Möller hat nämlich ein Gesicht, das einfach aggressiv macht. Und wenn man sieht, wie er sich in Afghanistan an die echten Soldaten ranwanzt, dann verspürt selbst ein eingefleischter Pazifist wie ich den dringenden Wunsch, zur Waffe zu greifen. Sie haben nicht zufällig eine Waffe zur Hand, Oliver? Leider nein, aber verdammt, Sie haben recht, das funktioniert.
Wenn ich die Fresse von dem sehe, werde ich auch total aggressiv. Möchte man am liebsten sofort einen Luftschlag anordnen. Oh ja, ich auch. Aber sowas von. Aber sehen Sie, es funktioniert. Mit dem richtigen Marketing können Sie den Leuten alles verkaufen. Und genau das macht die CIA. Sie plant für Deutschland sogar Afghanistan-Merchandising-Produkte zum Sammeln. Hier, der Wackeldackel mit Stahlhelm. Sieht lustig aus, ne? Sieht lustig aus und ist während der Fahrt sehr schwer zu treffen. Und wem das noch nicht reicht, der kann sein Auto auch mit diesen günstigen Einschusslochaufklebern verschönern. Damit sehen Sie immer aus wie frisch aus dem Gefecht. Oh ja, und für unsere Kleinen, da gibt's natürlich auch was. Und zwar diese brandneue Kundus-Überraschung. Das ist was Spannendes, was zum Naschen und was zum Explodieren. Gratis dazu gibt es noch dieses coole Basecap von Abfackelmann. Yeah! Sie können es tragen, Tina Hausten, meine Damen und Herren. Abfackelmann. Unsere Soldaten werden leider nicht nur schlecht ausgerüstet. Ihre deutschen Lebensversicherungen haben jetzt gemerkt, dass so ein Krieg schlecht für den Profit ist und bestehen auf bestimmten Klauseln. Passives Kriegsrisiko ist zum Beispiel die Fahrt in einem Konvoi. In diesem Fall zahlt die Versicherung. Anders verhält es sich beim aktiven Angriff auf eine Taliban-Stellung. Wird der Versicherungsnehmer hierbei getötet, ist die Haftung ausgeschlossen. Wenn das Wort zynisch jemals gepasst hat, dann hier. Ja, die Soldaten der afghanischen Armee kämpfen derweil mit ganz anderen Problemen. Stellen Sie sich vor, diese armen Schweine haben nicht mal Angeln. Dass afghanische Rekruten ihre Ausbildung gern auf die leichte Schulter nehmen, darüber berichten diverse aufgepeppte Spaßvideos. Fischen mit Panzerfaust heißt das hier, aufgenommen von amerikanischen NATO-Soldaten. Ja, teurer Fisch übrigens, den er da gefangen hat. Wir haben mal bei der Bundeswehr nachgefragt, was so ein Geschoss für die Panzerfaust kostet. Es sind 2000 Euro, kein Scherz. Für das Geld hätte er in Monte Carlo die große Meeresfrüchteplatte für 12 Personen gekriegt. Egal, ist ja nicht meine Kohle. Haben Sie eigentlich mal versucht, Richard von Weizsäcker, übrigens nochmal Glückwunsch zum 90. Richard von Weizsäcker aus der Fassung zu bringen, den mal so richtig auf die Palme zu locken? Nicht? Kein Wunder, das haben nämlich Generationen von TV-Journalisten versucht, und zwar vergeblich. Egal wie frech die Frage, bei Ritchie geht nicht mal der Puls hoch. Dachte man, bis der neue, wir haben ihn schon mal gesehen, Kollege Wulf Schmiese endlich ran durfte. Hier. Hier ist Richard von Weizsäcker, unser Bundespräsident. Und man redet Bundespräsidenten immer noch mit Bundespräsident an. Doch, protokollarisch macht man das, weil es so wenige gibt. Richard von Weizsäcker will eigentlich nichts falsch machen und sich auch nicht krawallig mit Leuten anlegen. Ist das die Prägung? Nein. War das eine Prägung, dass das Elternhaus auch erwartete, ein Weizsäcker wird mindestens Ministerpräsident, regierender Bürgermeister oder gar Bundespräsident? Nichts von alledem. Aber als die Einheit kam, 89, da hat Helmut Kohl Ihnen, glaube ich, im Nachhinein zumindest verübelt, dass Sie eher ein Bremser waren und gesagt haben... Das ist ja Unsinn. Eine ganz konkrete Frage. Wie sieht das heute aus? Sind denn die Parteien heute noch so machtversessen wie damals? Jetzt sind wir schon wieder bei Schlagworten, das mit denen wir nicht weiter... Nein, sondern ich habe zitiert einen Politiker. Einen Professor. Sind Sie Professor? Nein. Nein! Nein! Ja. Das ist ja super. Das Gespräch. Ich vermute, Bischof Mixer hätte dem Schmiese eine getafelt. Der Beginn einer wundervollen Freundschaft und das Ende einer wundervollen Sendung. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche.